Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty. Ich bin der Raven, befinde mich hier in Forza Motorsport und möchte euch hier zeigen, wie ihr die ganzen Trainingsrunden überspringen könnt. Ich habe schon gelesen, die einen oder die anderen, die finden die Trainingsrunden sehr, sehr gut. Die anderen sagen, ich brauche keine Trainingsrunden, bitte lasst mich sofort in das Rennen einsteigen. Und ich gebe hier mal einen Tipp, wie ihr das Ganze hier bewerkstelligen könnt, indem ihr ja einfach keine Trainingsrunden fahren müsst. Sind natürlich Standard an und es gibt natürlich immer verschiedene Aufgaben, die ihr erledigen müsst, wie zum Beispiel des Auspuffs gemessen und diese muss unter 92 Dezibel liegen. Heute dürfen wir aber so laut sein, wie wir wollen. Genau. Wie gesagt, Trainingsrunden ist hier quasi Pflicht, denn es gibt hier einige Aufgaben, wie schon erwähnt, denn man muss eine Rundenzeit knacken und natürlich dann auch eine Anzahl bestimmter Runden. Diese liegt meistens bei 3 und das Ganze können wir hier umgehen. Wie ihr sehen könnt, erforderlich schließen die 3 Runden ab, absolvieren sie in einer Runde diese bestimmte Zeit und das Ganze könnt ihr natürlich abbrechen. Ihr müsst dazu einfach mal die Starttaste drücken. Hier unten steht dann da verlassen und dort gibt dann Training überspringen. Drückt einfach hier drauf über das Training überspringen. Danach seid ihr aus diesem Training raus und bekommt noch eine kleine Warnung. Und die ist auch richtig. Das ist quasi auch mein Punkt, den ich hier noch ansprechen möchte. Und zwar, wenn ihr dieses Training gibt und ihr seid neu in Forza Motorsport, ihr werdet eine Vielzahl an Strecken fahren müssen. Es ist also nicht schlecht, die Strecke zu kennen. Und aber auch die Erfahrungspunkte für das jeweilige Auto werdet ihr verlieren und natürlich auch wertvolle Credits. Wenn ihr damit leben könnt und sagt, ich brauche es nicht, ich möchte in das Rennen, dann könnt ihr hier beruhigt auf Ja drücken und danach steigt ihr danach direkt in das Rennen ein und habt euch also das Training gespart und könnt nun mit dem eigentlichen Rennen loslegen. Ja, hier steht schon da zum Rennen und da könnt ihr natürlich euer Rennen fahren und hoffen, beziehungsweise eure Meisterleistung hier auf der Strecke abliefern, den ersten Platz ergattern und ich wünsche euch natürlich viel, viel Spaß mit Forza Motorsport. Ich finde, es ist ein sehr gelungenes Spiel, macht mir persönlich viel, viel Spaß, ich hoffe euch auch und ja, damit verabschiede ich mich, haut rein und macht's gut.